Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fernbus Simulator. So, wir öffnen erstmal die Türen. Rechtluken. So. Oh. Die war ja schon offen. So, dann checken wir noch die letzten Gäste ein. Hallo, hier mein Ticket. Das mit der Maus passt irgendwie immer noch nicht. Okay. Danke. Leipzig passt. Moin, das Ticket. Bitteschön. Cool. Ja, passt. Ciao. Wieder? Ich hoffe, ich bin hier richtig. Jawohl. Leipzig Ciao. Hauptbahnhof. Tag, das Ticket. Bitteschön. Cool. Passt. Ebenfalls. Sie, junge Dame? Sie wollen nicht mitfahren? Dann schauen wir doch gerade mal, ob sie alle da sind. Ach, das waren nur vier. Okay, Fahrt starten. Klappe zu. Alles drin? Jawoll. So. Tür hinten schließen, Tür vorne schließen. Die Klimaanlage schalten wir an. Hervorragend, sie hat die Temperatur gehalten. Da haben wir aber noch den da, genau. Ansonsten passt's. Dann brauchen wir natürlich hier noch unsere Spiegel. Und starten den Motor. Lösen die Fußbremse, machen das Licht an, setzen den Blinker, fahren, machen den Gang rein und fahren los. Was fehlt? Irgendwas vergessen? Nö, hier ist die auch. Handbremse ist gelöst, Licht ist an. Gepäckluke. Ach, die links ist offen. Okay. Gut, jetzt aber. Dann brauchen wir noch Service. Hallo die und herzlich Ansage. Willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und dass wir gemeinsam unser heutiges sind. Reiseziel ansteuern. Und ihre Bevor Ansage wir gekriegt Fahrt haben. Kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen. Jetzt ist aber der Effekt mit dem Wischern wieder stärker geworden, würde ich sagen. Und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet, schaut doch mal auf unserer... Oh. Kein Problem. Viele unserer Sitze ja. sind mit Steckdosen ausgestattet. Da haben wir, glaube ich, eine Laterne gekillt. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Kann Fahrt ja mal passieren. Wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Wir müssen ja nach. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Eben nach links? Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello, wieso ist eigentlich jeder Ampel rot?
oder fast jeder. Befüllt sind 99% aller Ampeln rot. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened. Meines widerspricht da jetzt nicht unbedingt der Realität. In front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone, so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Das war nicht so extrem. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. Zumindest sofern man den Weg nicht kennt. Thank you for listening. Das ist noch nicht ideal gelöst mit dem Navi. Journey and enjoy traveling with Flixbus. Nicht wirklich. Oh, es regnet gar nicht mehr. Immer noch so leicht neblig in den Spiegeln. Hm. Jetzt müssten wir dann aber bald raus sein aus der Stadt. Ja. Ich glaube, wir waren zu schnell. Ein 1-Euro-Shop ist da. Wie spät haben wir eigentlich? 18.22 Uhr. Erste Nachtfahrt jetzt haben oder ob das einfach hell bleibt. Ups, aber wo kommt der LKW her? Der war gerade aber noch nicht da. Fahren! Sonst wird's doch nur wieder rot. Wo auch immer. Oder verschwinden, das ist natürlich die ganze Idee. Wann machen wir endlich mal Pause? Was? Wir sind doch gerade, ja okay, wir sind schon ein wenig unterwegs. Das ist richtig. Dann werden wir nachher mal die nächste Raststätte anfahren, weil wenn ich hier halte, bringt euch das auch nichts. Jetzt kommt wieder ein ganzes Stück. Ach nee, wir sind ja gar nicht auf die Autobahn gefahren. Dann schauen wir mal, ob überhaupt Raststätten kommen. Ja. Wann kommt der nächste Rastplatz? Wenn ich das wüsste, wäre ich glücklich. Woher soll ich das jetzt wissen? Da sehe ich keine. Aber so wie es aussieht, geht es immerhin auf die Autobahn. Das ist schon mal gut. Da haben wir dann Chancen, dass ein Rastplatz kommt. Aber bei den Strecken über Land? Oder Zelttankstelle auch als Rastplatz? Das wäre noch eine Möglichkeit. Und ansonsten sieht es
es ja über Land ganz schön mau aus mit Rastplätzen. Da gibt es nämlich überhaupt keine. War da nicht gerade ein Rasthof? Hier an der Ampel? Nee. Also ich habe keinen gesehen. Ihr? War da nicht gerade ein Rasthof? Uah, da geht's ja. Da musste ich ja abbiegen. Und hätte das auch noch fast übersehen. Wann kommt der nächste Rastplatz? Weiß ich nicht. Wenn ich's wüsste, würde ich's dir sagen. Uah. Darum soll man sich also anschnallen? Ja. Genau darum, weil ich fahre. Das habt ihr völlig richtig erkannt. Das genau ist der Grund. Und wenn jetzt ein Rastplatz kommt, meine lieben Leute, dann halte ich das sogar an. Und hoffe, ihr steigt dann nicht nur aus, sondern auch danach wieder ein. Ich bin ja mal... Schaltet einer vor uns extra die Scheinwerfer ein? So sieht das aus. Klick, klack, klick. Immer wieder ein Lichtchen weiter. Die vor uns fahren im Dunkeln, aber wir kriegen extra Licht. Wir dürfen auf dieser Spur eigentlich überhaupt nicht fahren. Aber vor uns interessiert das auch keinen. Die fahren alle hier. Wo bist du? Meine Gäste verlangen nach dir. Boah, was macht denn der da? Und dann nicht mal die Warnblinkanlage an. Ja, ich weiß, ich sollte eine Pause einlegen. Würde ich sofort. Sag mir nur wo. Es wäre ja nett, wenn dann vielleicht nicht nur Hinweis käme, Pause einlegen, sondern auch wann kommt der nächste Rastplatz. Wäre das einer gewesen? Nee, wäre keiner gewesen. War eine Ausfahrt. Ich dachte, das ist ein Bus und kein Düsenjet. Ja, wollt ihr jetzt eine Rast machen oder nicht? Ich würde gerne mal eine Zigarette rauchen. Ist ungesund. Lass es lieber. Rauchen schadet der Gesundheit. Ich darf hier 80 fahren, aber wieso fahren die alle so langsam? Oh, da kommt ein LKW aus dem Nichts. Er ist einfach da, plötzlich vor uns. Halt in 230 Kilometern, das waren noch eben weniger, oder?
fahren wir in die falsche Richtung. Haben wir eine Ausfahrt verpasst? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, ja, ich lege ja eine Pause ein, sobald ich kann. Ist ja nicht so, dass ich keine einlegen will. Ich kann es einfach nicht. Hm, kommt ein Rastplatz? Jawohl. Jetzt machen wir mal das, was man eigentlich nicht tut. Überholen und einfach rüberziehen. Sieh doch, ich mache eine Pause. Jetzt kann ich es nämlich. Wo ist der Parkplatz? Das ist ja ein Scherz, oder? Ich würde gerne mal eine Zigarette rauchen. Ich hätte dich auch gerne rauchen lassen, aber irgendwie war der Parkplatz weg. Eingeebnet. Futsch. Das ist toll, im Spiegel sieht man genau nichts. Ja, neuer sind wir dann da. Darf ich bitte beschleunigen? Mehr gibt der Bus einfach nicht her. Außerdem, wer will eine Pause machen? Ich würde gerne mal eine Zigarette rauchen. Ja, ich würde auch gerne eine Pause machen. Große Frage, die sich stellt, wann kommt ein Rastplatz? Mit Parkplatz vor allen Dingen. Irgendwie ist das noch ausbaufähig. Machen wir auch mal Pause? Ja, machen wir. Hoffe ich. Ich habe die Rastplätze nicht programmiert, sonst gäbe es mehr und vor allem noch mit Parkplatz. Modding-Szene dann nochmal richtig ran, wenn es die entsprechenden Tools gibt und da ordentlich was nachreichen. Dann machen wir endlich mal Pause. Wir machen in dem Moment Pause, wenn wir es können. Alles verschüttet! Danke! Bitte, gern geschehen. Keine Ursache. Ach so, ist auch eine Neuerung übrigens. Der Regen, der aufs Dach prasselt. Den hört man jetzt auch erst seit dem Update. Uah. Ich würde mir gerne mal die Füße vertreten. Was macht ihr denn da, Jungs? Warum haltet ihr an?
gibt keinerlei Grund. Ja, es kommen andere Autofahrer von rechts, aber die haben ihre eigenen Spuren. Ich fürchte, nein. Doch, es ist. Können Sie mal eine Pause einlegen? Ja, wenn der Parkplatz, der da gerade ausgeschildert ist, auch tatsächlich existiert, dann mache ich das gerne. Da müssen wir uns aber überraschen lassen, ob es den denn tatsächlich gibt. Nasenbären da eigentlich. Es gibt extra eine Verzögerungsspur, da muss ich dann hier auf der Autobahn bremsen. Das ist doch schon wieder. Sollten wir nicht auch eine Pause machen? Der gleiche Mist hier. Es gibt keinen Parkplatz mehr. Guckt euch das an. Tja, was machen wir jetzt? Fahren wir die Kilometer noch zu Ende, dass wir die Folge durch haben. Euch an, diesen Parkplatz ausgeschildert, aber es gibt ihn nicht, er ist eingeebnet. Können Sie mal eine Pause einlegen? Ich glaube, da gibt es einen deutlichen Bug im... Hallo? Ah doch, du Depp, du Dover, du blöde Nuss. Mann, noch Meter. Das Einfahren müssen Sie... Ich würde mir gerne mal die Füße vertreten. Ja. Ich habe schon zwei Versuche unternommen, eine Pause zu machen. Meine lieben Fahrgäste, aber ihr habt das wahrscheinlich selber gesehen. Es gibt keinen Parkplatz. Er wurde geklaut. Eingeebnet und begrünt. Nicht meine Schuld. Ich habe jeglichen Versuch unternommen zu parken. Ich würde gerne mal eine Zigarette rauchen. Ja, ich weiß. Ich kann aber nichts dafür, dass es nicht geht. Was soll ich denn machen? Leipzig, ich glaube, da müssen wir runter. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Sorry. Guck dir das an. Der schleicht da vor sich hin. Das ist... Warum eigentlich? Wieso machen wir eigentlich keine Pause? Mein lieber Klugscheißer. Wenn du dir die Parkplätze angeschaut hast und dich die mal durchgefahren sind, dann weißt du den Grund. Es gab sie nämlich nicht. So einfach ist das. Ist der Fahrer betrunken oder warum fahren wir so? Ja, ist er. Meine Herren. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Führerschein? Braucht man sowas?
paarweise ist mir langsam echt zu doof. So. War der nicht gerade ein Rasthof? Nein, war es nicht. Ich hätte ihn gesehen. Es war eine Auffahrt. Es war eine Auffahrt. Und es nervt schon ein wenig, dass das Spiel auf etwas von mir fordert, was ich schlicht und ergreifend... Wann machen wir endlich mal Pause? Was ich schlicht und ergreifend nicht erbringen kann. Ich kann doch nicht einfach eine Pause einfordern. Schildere Parkplätze aus und es gibt keine Parkplätze. Nicht mal eine Stellfläche markiert, wo ich Pause machen könnte. Ich habe ja gar keine Chance. Ein Sonnenuntergang. Wann kommt der nächste Rastplatz? Tja, wenn ich das wüsste. Ich kann es hier nochmal versuchen. Vielleicht haben wir ja Glück und die Parkplätze sind hier noch vorhanden. Aber ich fürchte auch, sie sind weg. Das größte Drama ist ja immer, dass wir anschließend wieder auf die Autobahn auffahren müssen und... Noch schneller und wir durchbrechen die Schallmauer. Da gibt's tatsächlich einen Parkplatz. Ich fahre es ja nicht. Können Sie mal eine Pause einlegen? Ein Parkplatz. Es ist der Wahnsinn. So. Jetzt fahren wir natürlich die Strecke noch zu Ende. Wir sind dann zwar etwas über der Zeit, aber die paar Kilometer, das sind jetzt glaube ich noch 5 oder... Meine Herren. Dann eröffnen wir halt unsere eigene Spur. Kann man hier nur so lang schleichen? Und dann wundern sich die Leute, dass ich da reinrausch. Weil mit so was... Dicke Mercedes schafft den Berg nicht hoch. Das kann es ja wohl nicht sein. Meine lieben Leute. Ups. Wenigstens halten die Fahrgäste jetzt pausentechnisch die Schnauze oder die Klappe. Das feiner ausgedrückt. Ja. Oder sie sind gar nicht mehr eingestiegen. Das kann natürlich auch sein. Seid ihr noch da? Schauen wir mal, provozieren wir sie mal ein wenig. Scheinen ausgestiegen zu sein. Ich kann es ihnen nicht mal verübeln. Ich wäre auch lieber mit dem Taxi heimgefahren dann. Liebes Navi, verrat mir doch bitte, wo es lang geht. Danke.
Speedy. Sollte ich mir vielleicht auch drauf malen. Was geht denn hier ab? Ah, mindestens ein Fahrgast ist noch da. Leipzig. Was ist jetzt kaputt? Ach, wir haben die Feststellbremse an. Ich wundere mich schon, warum der so plötzlich Bremsen so schlecht zieht. Das ist natürlich ein Grund. Bremsen wir oder gibt der Fahrer auch mal Gas? Da ist eine Kreuzung und eine Ampel und Autos. Was glauben die, was ich da machen soll, außer bremsen? Mann, sonst meckern nur wieder meine Fahrgäste. Warum soll man sich also anschnallen? Hoppla. Das passiert, wenn ich Gas gebe, wie ihr es vorschlagt. Das kommt dann davon. Aber ihr seid gleich in Sicherheit. Bald sind wir in Leipzig. Wurden wir gerade geblitzt? Nö, das ist nur ein Erinnerungsfoto. Erinnerungsfoto an die schöne Fahrt mit den nörgelnden Gästen. Ja, hallo? Deren Wünsche ich gerne erfüllt hätte, jedoch mangels Parkplatz nicht konnte. Ist das ein Flugzeug, oder? Sind die wirklich so laut in Leipzig? Das würde mir, glaube ich, ziemlich auf den Senkel gehen. Noch 10 Kilometer und ihr seid erlöst. Ja, fährst du da wohl mal weg, du Dumpfbacke. Das wäre grün gewesen, wenn du nicht vor mir gefahren wärst, also fahre ich auch. Werden wir jetzt per Hubschrauber verfolgt? Wenn ich so die Reichweite von dem Licht hier sehe gerade, dann schwant mir Schlimmes für die Nachtfahrten. Ganz ehrlich. Das schwant mir echt Schlimmes. Haltestelle ist, aber ich bin ja nicht das 50er-Schild, ich bin ja der grüne Pfeil. Dann erklärt sich mir das auch. Ich war gerade kurzfristig irritiert.
Ich dachte, wir müssten jetzt auf die Gegenfahrbahn, weil da die Haltestelle ist. Das hätte mich nur schwer gewundert. Na komm. So, dann öffnen wir mal die Türen. Wenn ich nur vorher gewusst hätte, wie schnell und günstig Fernbusse sein können. So. Motor aus, Türen. Motor auf. Und ausloggen. Ziel erreicht. Wieso ist denn das Handy jetzt so lang? Macht ein langes Gesicht. Ungültige Tickets eingecheckt, verkauft. Das war hier. Hängt das damit auch zusammen, dass die Maus hier irgendwie versetzt ist? Service sieht nicht schlecht aus. Sachschäden, Betriebszeit eingehalten. So, fortsetzen. Damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Mitfahren. Ich hoffe, die etwas chaotische Folge hat euch trotzdem gefallen und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.